Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge American Truck Simulator mit mir, dem Ernie. Servus. Ja, wir haben geschlafen. Was soll ich sagen? Was haben wir jetzt? 6.14 Uhr, ne? Genau, Freitag. Wir haben ja noch jede Menge Zeit, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es pisst natürlich wieder bei natürlich Sonnenaufgang, ist klar. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Wir werden jetzt erstmal uns, ja, in unseren Truck schmeißen. Guten Morgen, Sushi. Du bist auch da. Yes. Schmeißen erstmal hier alles an. Das Licht ist ja Gott sei Dank noch an. In unserem brandneuen Truck, muss man ja dazu sagen. Den haben wir ja erst seit letzter Folge oder vorletzter Folge, ne? So. Und ich würde sagen, so, jetzt machen wir erstmal hier den Sensor an. Genau, sehr schön. Und jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir hier erstmal wieder vernünftig rauskommen. Nichts ankarren, hoffentlich. Oh, sieht gut aus. Nein, Aufliegerschaden 3%. Wir haben doch ein bisschen was erwischt, aber... Nach rechts ab. Das geht doch. So, jetzt muss ich mal ein bisschen hier leiser machen. So, jetzt fahren wir erstmal rauf. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so eine Chaosfolge wie die letzten beiden. Da geht schon los. Haben sie da wieder jemanden angehalten oder Unfall? Moment mal. Ah, das ist ein Unfall. Die erwartet wohl noch. Moin, Jungs. Braucht ihr Hilfe? Ob ihr Hilfe braucht. Hm. Scheint nicht so. Okay. Wir eiern los. Und ich muss sagen, jetzt hier gerade merke ich es ja bergauf. Der hat Dampf, der Junge. Der hat Dampf. Gefällt mir. Ich bin sogar der Meinung, der hat sogar mehr Dampf als der andere. Aber ich glaube, das sagte ich schon mal in der letzten Folge. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. So, ich würde sagen, erstmal auf die Bahn. Dann richten wir uns wieder ein. Dann dürfen wir 65... Mylands per hour. Und ich würde sagen, am Anfang, ups, ich habe es vergessen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gesund, ihr seid alle fit im Schritt. Ernie Chefsache, ne? Ich habe die Kurve noch bekommen. So, ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal den Job ran. Das machen wir jetzt erstmal als erstes. Also, für die, die jetzt erst alle eingeschaltet haben, da drüben war, nee, da war nichts. Für die, die jetzt erstmal alle eingeschaltet haben, wir haben einen Forstmulch hinten drauf. Den werde ich euch mit Sicherheit noch zeigen können. Für die, die ihn noch nicht gesehen haben. Es geht nach Gillette Rail Export. Wir werden erwartet, also heute haben wir Freitag 6.24 Uhr, Schichtbeginn gerade. Und wir werden erwartet Samstag zwischen 16.16 Uhr und 17.46 Uhr für diesen gesamten Auftrag. Bekommen wir knapp 98.000, Ernie fahr gerade, bekommen wir knapp 98.000 fette harte Dollar. Ja, wir haben noch 35 Stunden Zeit, das heißt, da müssten noch locker mal ein Schläfchen, wenn die Nacht kommt, dann auch noch drinne sein. Definitiv. Oh, sogar hier mit Blitzen hier. Gewitter, ich höre es, ich höre es. Krasser Scheiß. Jetzt geht's hier richtig ab mit dem Wetter. Genau. Und, genau, das zum Auftrag. Jetzt haben wir's. Wir haben noch 603.000 Dollar, 857, also... Alles ist gut. Trotz neuem Firmensitz, trotz neuem Truck, alles ist gut. Und wie ich vorhin gesehen habe, unsere neue Emily, also unsere neue Mitfahrerin, also die Frauenquote stimmt, wird immer besser. Ich glaube, ich habe zwei oder drei weibliche Angestellte mittlerweile auch. Bin ich auch sehr stolz drüber. Das passt schon. Oh, guck mal, ich habe sogar hier so einen Blick am Spiegel unten drinne. Wie geil ist das denn? Oh, das gefällt mir aber. Das ist ja mal geil, oder? Ha! Er wird immer neumodischer hier, ne? Der Ernie wird immer neumodischer. So, Navi. Wieso bin ich jetzt eigentlich links rüber gefahren? Brauchte ich doch eigentlich gar nicht, oder? Okay. Wir sind jetzt hier... Ich fahre einfach wieder rechts rüber. Wir sind jetzt hier Höhe Las Vegas. Und dann geht das weiter. Wir wollen uns ja wieder so ein bisschen so Nebraska nähern. Bitte links halten. Ja, mache ich doch. Was hat sie jetzt für ein Problem? Weiß es einer? Ich jetzt gerade nicht. Alles gut. Ich bleib hier auf der Straße, ja. So. Tempomaten wieder an. So, jetzt machen wir den erstmal weg hier. So, das haben wir alles. Sehr schön. Wir können uns jetzt erstmal wieder voll und ganz aufs Fahren konzentrieren. Und das ist ja nun erstmal hier. Ne? Oberste Ernie-Klasse. Definitiv. So, jetzt sagt er wieder rechts rüber. Oh, guck mal, da auch der Blinker. Herrlich.
komme ich wie so ein kleines Kind beim Kacken. Herrlich da. Sehr schön. Das ist was für mich. Sowas mag ich ja, ne? Lieber Marco, an dieser Stelle sei nochmal gesagt, dein Tipp war Gold wert. Ich bereue es nicht gemacht zu zahlen, obwohl mir so ein bisschen mein Altersschwack fehlt. Aber... schon wieder. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Lone Star, also Western Star, Entschuldigung, der Western Star hier, doch... Muss ich ganz ehrlich sagen, in puncto Anzug und puncto von allem hat sich gelohnt. Wie gesagt, Lenkrad ist nicht ganz so mein Ding, aber kann ich alles haben, ne? Aber im Großen und Ganzen, ich habe sogar eine Mikrowelle jetzt drin, passt schon alles. Ehrlich. Ja, ich halte mich links. So, was haben wir heute nur zur Erklärung? Wir haben heute Dienstag, den 16. Juli. Ich hatte heute Kurzleistung, das heißt, bis nach 12.16 Uhr war so ungefähr 12:45 zu Hause. Kurz das Reinigungsprogramm in meinem geliebten Kaffee-Vollautomaten gemacht, dann mir einen frischen Kaffee aufgebrüht und dann mich natürlich erstmal gleich hier wieder an den Rechner gesetzt, weil ich die Zeit jetzt nutzen wollte. Ich habe zwar tausend andere Dinge noch, aber ich dachte mir, nein, heute machst du es mal andersrum, machst jetzt erstmal schnell die Folgen, dann können die über den Tag hochladen und dann eventuell noch das, was noch ansteht. Weil letzte Woche, Samstag war das, glaube ich. Genau, letzte Woche Samstag, wo ich da 4 Folgen, also 2 LS und 2 ADS aufgenommen habe. Das war heftig. Und es brauchte auch bis zum Abend, bis das alles hochgeladen war. Also das heißt, die Kiste lief hier nonstop und da bin ich eigentlich gar nicht so ein Freund von. Und deswegen versuche ich mir dann das jetzt doch wieder über die ganze Woche einzuteilen. Also, ne? Arschbacken zusammenkneifen und durch, ne? Genauso wie hier mit dem Wetter gerade. Oh, ich darf 75. Avanti hier mal. Das hier, Vollgas. Und wie schnell der auf sein 75 ist, du. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Herrlich. Also der hat wirklich Feuer unter der Haube. Also da, das merkst du auch beim Lenken, du. Da musst du bei den Kurven, musst du hier wirklich doch mal hier und da ein bisschen runterbremsen. Also da ich bin begeistert, ich bin begeistert. Auch das mit dem Radio, dass das jetzt etwas, was da oben sitzt, ich das auch mal so im Blickfeld, also jetzt das Radio an sich wegen der Uhr, ne, muss ich dazu sagen, finde ich geil. Finde ich affengeil. So, wir sind hier mal wieder in so einer kleinen Schlucht. Ach, herrlich. Oh, Gewitter vorbei. Wir sind durch die Regenfront durch. Okay. Wir sind wieder in freundlicheren Gefilden, um es so auszudrücken. Die letzten Tropfen von der Scheibe wischen. Und dann haben wir das auch wieder. Wüste, ja. Typisch, ne? Nevada hier, ne? Das erinnert mich immer so an die damalige Serie aus den 80ern. Airwolf, dieser Superhubschrauber, den sie ja in so einen Gebieten hier versteckt haben. Also in so einer Höhle da auch. Ne? War damals meine Lieblingsserie. Airwolf, das war ein Muss. Oh, herrlich, ich hab sie geliebt. Dazu muss ich sagen, ich war ja nun auch vorbelastet. Mein Vater war ja nun auch jahrelang, also sein ganzes Leben lang Hubschrauberpilot. Und von daher war das natürlich mein Ding. Aber ich habe genauso gerne Knight Rider geguckt, ich habe genauso gerne Street Hawk geguckt und A-Team und Colt Sivas ganz früher noch und was weiß ich nicht, alle, also eher, ne? Die so ungefähr mal im Alter sind oder so, die wissen, wovon ich rede. Ne? War affengeil. An dieser Stelle sei gesagt, wer das auch kennt, schreibt es mir mal in die Kommentare, wer das auch gern geguckt hat oder wer das gar nicht gut fand, könnt ihr auch reinschreiben. Aber mich würde es mal interessieren, wer von euch da draußen, die mich abonniert haben oder jetzt gerade zugucken, wer von euch hat es auch gesehen? Also ich, für mich war das einschneidend, einschneidend. Definitiv. So. 55? 55. Ja. Nee, fand ich geil. So, ansonsten, was gibt's sonst noch? Ja, es ist sehr durchwachsenes Wetter. Also wie ich, also heute Vormittag war viel Regen unterwegs auf Arbeit und jetzt heute Nachmittag, es ist bewölkt, aber es regnet zurzeit nicht. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt hier mit den Aufnahmen durch bin, wie es dann außen sieht. Dann kann ich auch die Jalousie wieder hochmachen, dann sehe ich auch wieder was. Ja, das war mir klar, weil wir jetzt ja, wie der liebe Marco sagt, ja mal so einen Bundesstaat wechseln auch. Wir fahren jetzt wie Sushi, wir wiegen uns. Mach dich mal ein bisschen leichter, dann wird's nicht ganz so, ne? So. Einmal blinket. Ich finde das in dem Spiegel so geil. Oh, ehrlich. Ich finde das so geil. Und dann kann ich auch gleich für die, die es noch nicht gesehen haben, okay, den Mulcher noch mal kurz zeigen. Das heißt, wir gehen jetzt mal in die Außenperspektive. Keine Sorge, ich drehe auch gleich. Keine Sorge, das machen wir. Erstmal Ruf hier, würde ich sagen. Ah, Schiff. Oh, er sieht auch wirklich toll aus. Also er gefällt mir. Ganz ehrlich, er gefällt mir. Richtig geile Wahl. So, hier hinten der Mulcher, ne? Hier sieht man das nochmal, da vorne mit der Fräse dran. Für die, die es nicht kennen oder sowas. Die meisten kennen das aber bestimmt. Herrlich, ne? Oh, der Truck sieht so geil aus. Aber gut, fahren wir weiter.
Und der hat einen Anzug. Hier, guck mal, ich habe sogar Aufkleber hinten drauf, du. Geil, wa? Ach ja. Bisschen verrückt bin ich auch, ne? Naja, gut. Es ist so. Ja, und das Ernie-Schild vorne drin darf natürlich auch nicht fehlen, ne? Ist klar. So, Attacke heute hü. Wir treiben wieder drauf. Das sieht gut aus. Ha! Und wir gehen auf unsere Jetzt mal gucken. Oh, guck mal, wie schnell der auf... Wie schnell der jetzt beschleunigt. Ne? Ja gut, okay, es ist jetzt zwar nicht bergauf, aber trotzdem. Ich finde, der alte, also der andere, der International, um es genau auszudrücken, der war nicht so schnell. So. Wir sind auf der Interstate 15, sehe ich gerade. Jawohl. Von der Zeit her, da kommt zwar jetzt ein Bettchen angeflogen auf der rechten Seite, aber von der Zeit her passt es überhaupt nicht. Moment mal, ich will mal wissen, wo wir hier sind. St. George. St. George sind wir. St. George. St. Georg. Ne? Genau. Ja, nee, letztes Wochenende hatte ich ja schon erzählt, mit Atze, also sprich Schrägstrich, mein Nachbarn lief nicht, die waren wohl unterwegs und ich habe zwar gesehen, wie sie nach Hause kamen, aber das Wetter war auch ein bisschen windig und das war absolut kein Wetter, um halt am Feuer zu sitzen und ein Würstchen auf den Spieß zu knallen, ne, im Jachten sagt man ja auch immer, ne, von daher habe ich es mir schön auf dem Sofa ganz geschmeidig, gemütlich gemacht, habe gestreamt, also Netflix gestreamt wie ein Bescheuerter, ne, und habe da so auch hier und da ein paar nette Filmchen gefunden. Aber wie gesagt, 12:30 war dann für mich Feierabend und dann war ich auch im Bett. Und Sonntag, Leute, so wie ich es euch prophezeit habe, ich habe es mir extra Samstag alles vorweg rausgenommen. Ich habe alles erledigt gehabt. Sonntag habe ich dann schön, also früher nannten wir es Gammeln. Ne? Früher nannten wir es Gammeln. Heute heißt es ja Hochleistungsschillen. Ne? Also ich habe Hochleistungsgeschillt. Ich muss rüber. Ne? Und, nee, war geil. War affengeil, habe ich mir mal gegönnt. Und ich glaube, was das angeht, soll ich das ruhig mal öfters machen und mir einfach mal selber auch so etwas gönnen, um dann wieder die Kraft für die nächste Woche zu tanken. Und ich muss sagen, es hat mir... Bitte links halten. Jetzt wieder links rüber. Und ich muss sagen, es hat mir auch sehr gut geholfen. Ne? Davon mal ganz abgesehen. Oh, wir dürfen sogar 80. Jetzt wird er aber kriminell hier. Du. Jetzt wird er kriminell. 80 Buletten hier über die Interstate 15. Ich glaub's ja nicht, dass ich das noch erleben darf, dass die mich hier auf 80 lassen. Muss an den neuen Truck liegen. Ganz klare Geschichte. Ne? Die denken sich auch, Ernie, zeig mal, was du drauf hast. Ne? Das letzte Hemd ist Gold wert. Na gut. So. Dann schauen wir nochmal in die Karte rein. Da hinten sieht gut aus. Das passt auch von der Zeit wunderbar. Oh, hier haben sie auch nur Flick auf der Straße gemacht, ne? Aber es wird grüner. Es wird grüner, Freunde. Aber das ist ja bei uns in Deutschland nichts anderes. Ne? Die machen ja auch, egal wo du fährst, ich sehe es ja nun als Busfahrer selber viel und du wirst ja nun auch viel über Umleitungen geschickt, wegen Flickarbeiten oder wegen der Straße oder irgendwas anderes machen. Das hier sieht dagegen echt noch human aus. Sieht eher aus wie Bremsstreifen. Naja gut, bei uns sind das größere. Bei uns sind das ja schon Schluchten teilweise, die da entstanden sind, ne? Über den Winter. Aber gut, Geld ist knapp, Inflation und hast du nicht gesehen, um Gottes Willen. Da will ich mich jetzt nicht mehr so weit aus dem Fenster raushängen. Ich habe das nur letzte Woche wieder beim Einkaufen gemerkt. Jetzt mal ganz ehrlich, da war ich bei Edeka an der Kasse. Ich hatte da nicht viel drin, ein paar Pflegeprodukte, das, was ich noch unbedingt brauchte und ansonsten nichts. Ne? Also das war wirklich nur das, was ich wirklich unbedingt brauchte. Und da waren auch nicht mal Zigaretten dabei. Da waren, die hatte ich vorher an der Tankstelle geholt. Also die rechne ich jetzt mal nicht mit. Ne? Zigaretten habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Und da sagt die zu mir an der Kasse, 75 Euro. Kein Problem. Ich sag, was? Ich sag, wer hat mir hier was aus dem Korb genommen? Das gibt's doch gar nicht. Dafür wollt ihr 75 Euro haben? Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Naja, hin und her. Hast du gesagt, ich muss das natürlich bezahlen, ist ja klar. Weil ich brauche das ja. Aber trotzdem. So, wir gehen mal ganz kurz in die Außenperspektive und dann mache ich mal ganz kurz nochmal das Navi auf, denn ich habe jetzt hier gesehen, links ist was, aber das ist eher so ein Motel mit gemeint, ne? Ja. Das ist nicht so gut, aber rechts habe ich da auch was gesehen und das ist da hinten. Ich hoffe, ich verfahre mich jetzt hier nicht. Warte mal, ich mach mal... Genau. Da hatte ich das gesehen. Da muss ich ja quasi... Da ist die Tankstelle, genau... Und da hinten müssten wir ja besser drauf kommen. Ich bleib mal ruhig in der Außenperspektive. Ich versuche das mal, Freunde.
Was ich ja äußerst selten mache, weil ich einfach zu blöd dazu bin. Okay, warte mal. Und zwar, das ist... Ah, da hinten drauf. Ja, verstehe. Okay, ich gehe wieder rein. Und dann Blinker, natürlich. Oh, Leute! Du hättest mich jetzt auch mal lassen können, weißt du das? Route neu berechnen. So ein... Ich verknapp's bitte mir jetzt. Okay. Es könnten ja auch jüngere Zuschauer dabei sein. So. Da kann ich mich hinstellen. Das sieht gut aus. Sehr schön. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, habe ich mich sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Auf jeden Fall. Lasst ein Abo da oder ein Däumchen oder whatever. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir müssen noch ein Foto machen. Einen Moment. Und auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, würde ich mich auch sehr freuen. Der Herz hat nämlich gerade geklopft, deswegen muss ich Schluss machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich verbleibe bis dahin ganz lieb und artig. Euer Ernie. Ciao, ciao.